wie gesagt, erleichtern. Und nun zu einer Gruppe, die eigens für OK nach Wien gekommen ist, um hier ihre neueste Nummer aufzunehmen. Die Vera hat Status Quo betreut und als Einstimmung auf diesen nächsten Beitrag nun Whatever You Want, einen Titel also, der schon längere Zeit bekannt ist. Die beiden Burschen da neben mir sind zwei der Gruppe Status Quo, die ihr eben gehört habt. Alle vier sind extra für uns, für OK, nach Wien gekommen und fahren heute Abend noch weg. But why are just two warum gibt es eigentlich nur zu zweit ein Interview? Warum seid ihr nicht alle vier gekommen? Normalerweise geben wir überhaupt keine Interviews. Warum nicht? Wir mögen das Fernsehen nicht. Es ist nicht gerade angenehm. Doch, mir gefällt's. Ja, Rick, dem gefällt's. Mögt ihr überhaupt keine Publicity? No. Doch. Well, nein. You like it both. Also manchmal gefällt es euch und manchmal ist es euch eher unbequem. Sometimes you do and sometimes you don't, right? Well, Rick, was gefällt dir an deinem Beruf eigentlich am besten? Es ist lustig. Man trifft viele Leute und man muss eben das Beste daraus machen. Denn es könnte auch sehr langweilig sein. Because it could be very boring and monotonous, you know. Most people hardly can. Die wenigsten Leute können sich das Leben eines Stars so richtig vorstellen. Wie schaut denn so dein Alltag aus? Mein Alltag? Ja, ich meine, wie spielt sich dein tägliches Leben eigentlich ab? Ich muss so etwas wie ein Doppelleben führen, weil wenn ich unterwegs bin, da bin ich dauernd auf Trab, reisen, Konzerte geben und so weiter. Aber wenn ich dann nach Hause komme, dann führe ich ein ganz normales Leben. Dann mähe ich den Rasen, passe auf die Kinder auf, schlafe mit meiner Frau und bekomme noch ein paar Kinder. Und unterwegs, da muss man eben anders sein. Da muss man der Rockstar sein, wie es von einem erwartet wird. Welche Probleme hat man eigentlich als Rockstar? Gibt es Schwierigkeiten mit Produzenten oder geht einem das viele Reisen manchmal auf die Nerven oder überhaupt Tourneen? Ja, es gibt immer wieder Probleme. Beispielsweise, wenn ich aufwache und weiß, dass es am Abend ein Live-Konzert oder eine Fernsehshow gibt, dann ist das eher unangenehm. Aber wenn ich dann endlich schaffe, aus dem Bett zu kommen und sogar noch zu frühstücken, dann stelle ich mich eben darauf ein und mach's. Und dann, nach der Show, kann ich mich entspannen. Deshalb meinen viele, dass Rockstars verrückt und ausgeflippt sind, weil sie sich zwischen 11 und 4 Uhr nachts erholen. Also, Probleme tauchen immer wieder auf. Manchmal ist es langweilig, manchmal ist es toll. Es ist aber bestimmt nicht immer großartig, denn für uns ist das eben unser ganz normaler Job. Außer beim Konzert, wenn das Publikum so richtig mitgeht, dann ist es großartig. Nur Fernsehinterviews mag ich leider weniger. You don't like it? Not much. You're better at it than I am. I think I feel it, but sure. You don't really like it very much. Doesn't fit? Well, are you still getting nervous? Bist du eigentlich nervös vor einem Bühnenauftritt? Ja, manchmal.
solange es noch nicht begonnen hat. Sobald es losgeht, ist die Nervosität vorbei. Aber wenn dieses Kribbeln nicht wäre, dann wäre es ja nicht lustig. Well, Rick, I mean, I think you can whistle pretty good. Ich glaube, du kannst ziemlich gut pfeifen, aber du bist ein noch größerer Musiker. Komm doch mal vor, zeig dich der Kamera. Show your face to the people. Here is the camera. You better show. Look up. That's nice. Okay. Do you have your show prepared? Habt ihr eigentlich eure Konzerte genau vorgeplant oder spielt ihr ganz spontan? Nein, es ist nie genau vorbereitet. Überhaupt nicht. Wir wissen, welche Songs wir spielen werden, aber das Optische, die Show an sich, die kommt dann spontan. And on the last tour, Francis was knocked out once completely, and he had a complete nosebleed where I smacked him in the eye with a guitar and in the nose. Nothing's prepared. It just some nights are great and some nights are fairly great. But I would propose right now, let's play What Are You Proposing?